Hallo und seid ganz herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde Assassin's Creed. Und willkommen zu unserem Assassinenauftrag, bei dem wir... ist egal, den Ficker hier aus Akonal töten. Ich hab den Namen schon wieder vergessen, ne? So. Erstmal die Reichweite anzeigen. Ey, bei diesem Gebimmel im Hintergrund denke ich gerade die ganze Zeit, mein Telefon klingelt. Das ist aber nicht mal ansatzweise mein Klingelton. Ich werde wahrscheinlich verrückt. Na, oh. Schon wieder einen bekloppten Verrückter unterwegs, oder was? Scheiße, jetzt muss ich gerade an Ratsch denken. Warum tut er das? Gibt doch die eine Folge, in der Penny ihm eine Freundin vorgestellt hat. Da rennt die Freundin am Ende zu Penny, schreit sie an: Was stimmt nicht mit dir? Penny zu Raj: Was stimmt nicht mit dir? Raj zum Spiegel: Was stimmt nicht mit dir? Ich kann keinen indischen Akzent nachmachen, sorry. Das war peinlich. Tut mir leid. Oh nee, muss ich da jetzt wirklich... Ach, Kacke. Ich muss jetzt ernsthaft hier außen rum gehen, weil ich da nicht runterkrabbeln kann. Ja, ich kann nichts tun. Wer es hört, das ist meine Leertaste. Und auch... Das ist meine rechte Maustaste. Ich kann nicht rennen. Das ist sehr ätzend. Und die Zeit, die ich zum Zeigen hier verballert habe, hätte ich nutzen können, um herzulaufen. Ihr irrt euch, Meister Siebrand. Ich könnte doch keinem Menschen Gewalt antun und erst recht nicht euch. Das sagt ihr. Und doch ist niemand bereit, für euch zu sprechen. Was soll ich bloß davon halten? Ich führe ein einfaches Leben, mein Herr, wie alle, die dieses Gewand tragen. Wir sind nicht darauf aus, Aufmerksamkeit zu erregen. Mag sein. Es mag aber auch sein, dass niemand euch kennt, weil ihr kein Mann Gottes seid, sondern ein Assassine! Niemals. Ihr tragt dieselben Kleider. Wenn sie sich so kleiden wie wir, dann nur, um Angst und Unsicherheit zu verbreiten. Fallt nicht drauf rein. Nennt ihr mich einen Feigling? Bezweifelt ihr mein Urteil? Oder hofft ihr... vielleicht meine eigenen Männer gegen mich aufzurühren! Nein, nein, ich weiß nicht, was ihr von mir wollt, mein Herr. Ich hab nichts Böses getan. Ich kann mich nicht entsinnen, euch etwas unterstellt zu haben, was euren Ausbruch rechtfertigen könnte. Ist es etwa euer Gewissen, das euch zu einem Geständnis treibt? Aber ich habe nichts gestanden. Ah, trotzig bis zum bitteren Ende. Wie meint ihr das? Wilhelm und Garnier waren sich ihrer zu sicher. Und dafür zahlten sie mit ihrem Leben. Ich werde nicht denselben Fehler begehen. Wenn ihr wahrlich ein Mann Gottes seid, wird der Allmächtige euch beschützen. Möge er meine Hand führen! Ihr seid wahnsinnig! Will denn keiner den Wahnsinnigen aufhalten? Seine Angst vergiftet seine Urteilskraft. Lässt ihn Feinde sehen, wo gar keine sind. Die Leute scheinen meinen Zweifel zu teilen. Was ich tue, tue ich für Akon! Bleibt wachsam, Männer. Berichtet den Wachen von allen verdächtigen Beobachtungen. Ich bezweifle, dass dies der letzte Assassine war. Hartnäckige Bastarde! Und jetzt zurück ans Werk! Ach, er ist das mit dem Bogenschützen, wo ich mal abgekackt bin. Es gab so eine Mission, da musstest du einen Turm hochklettern. Und wo es vom Bogenschützen behagt. Ich glaube, es musste man sogar in einer gewissen Zeit schaffen. Ach, da bin ich mal so übel abgekackt. Da hatte ich dann auch überlegt, das Spiel aufzuhören, tatsächlich. Mir kam halt, Wo wurde ich jetzt gesehen?
Mir kam halt so den Moment dann, ach nee, höre ich doch nicht auf, weil ich bin jetzt schon so weit. Irgendwie werde ich das schon schaffen. Meine blöde Frage. Der Sprecher von diesem... Ich habe den Namen schon wieder vergessen. Der ist so unbedeutend, der Typ. Schulz. Ich nenne ihn jetzt Schulz. Der Sprecher von diesem Schulz, ist es auch Gerrit Schmidt-Voss, der auch Sheldon und Seto Kaiba spricht? Zutritt verboten! Ja, Zutritt verboten. Ich sorge dafür, dass du dieses Verbot einhältst. Auf wen schießt denn der da? Ah, er ist der Ficker. Ich dachte, er ist nur ein unbedeutender Bogenschütze. Oh ja, stürz ins Wasser. Greifen Sie nach einem Vorsprung, wenn Sie beim Klettern. Geht mir das auf den Sack. Erstmal zu WhatsApp reingucken. Von jemandem wohl einen Grund für seine Taten hat? Was? Was wollt ihr von ihm? Gut, versuchen wir es mal frontal. Bewegung! Ja! Höre den Erfolg! Tschüss! Tschüss. Aber du hast verloren. Vorbereitung ist der Schlüssel zum Erfolg. Scheiße. Ja, erledigt. Il n'a pas pu quitter la ville. Alors, une des rares récoltes. Tu veux mourir? Sois. Boah. Ça. Tschüss. Mit mir, du Narr. Wir mourir. Hat nichts gegen. Ja. Macht es noch nicht wieder, aber du hast bereits verloren. Tschüss. Ja, so einfach erledigt man das. Wie merkwürdig. Schert euch fort. Boah, ey. Meine Fresse, geht mir diese Drecksmission auf den Sack. Wenn sie einen starken Angriff kontern, ist ihr Gegner. Wo ist das Schiff von dem Uranson? Da. Das ist ein Motorrad, oder was? Ich weiß es. Sterben, Wichser.
Was macht der denn da? Gut, ich wollte gerade sagen, der ist auch nicht ganz dicht, aber das stimmt ja sogar. Warte, what? So keiner von euch seine Hand erheben mag, um seinen Meister zu beschützen, werde ich mich selbst um diesen Heiden kümmern! Scheiße! Klettern Sie auf hohe Gebäude, um die Umgebung aus der Vogel... Dann versuchen wir es nochmal. Bitte, guter Herr. Das ist der so. Na komm her, du Wichser. Schert euch fort! What the fuck einfach nur? Benutzen Sie die Action-Sicht. Boah, diese Mission ist so behindert. Wer konnte denn so einen Kack produzieren? Der scheint es eilig zu haben. Wie kann man ich sollte euch auf der Stelle erschlagen. Ich sollte dich ertränken. Vielleicht wird er von jemandem gejagt. Ist er gerade ins Wasser gesprungen? Doch, meine Fresse. Bitte, tut mir nichts. Habt ihr Angst? Natürlich habe ich Angst. Dabei seid ihr doch bald völlig sicher. In den Armen eures Gottes. Haben meine Brüder euch nichts gelehrt? Ich weiß, was mich erwartet. Uns alle. Wenn nicht euer Gott, dann was? Nichts. Nichts erwartet uns. Und das fürchte ich. Ihr seid ohne Glauben? Wie könnte ich bei all dem, was ich weiß, was ich sah? Unser Schatz ist der Beweis. Beweis für was? Dass dieses Leben alles ist. Verweilt noch einen Moment und nennt mir eure Rolle in dem Spiel. Eine Seeblockade. Um die unwissenden Herrscher und Herrscherinnen zu hindern, Verstärkung zu entsenden, nachdem wir das heilige Land erobert haben? Befreit haben, ihr Narr. Von der Tyrannei des Glaubens. Freiheit? Ihr kontrolliert die Gedanken der Menschen, unterwerft Städte, tötet jeden, der euch widerspricht. Ich habe nur meine Befehle befolgt und an die Sache geglaubt. Genau wie ihr. So, erstmal hier wieder ins Land. Und die Wache umlegen, damit die Mine nicht auf den Sack geht. Du Wichser, echt. Doch, da solltest du auch sein. Aber einfach, wenn es auch umständlich geht, wa? Halt die Fresse. Komm zurück!
Bleib hier! Einmal da rein. Einmal da rein. Einmal dahin. Und du gehst auch baden. Das ist furchtbar. Meine Familie. Können Sie die einfach Münzen entbehren? Auch schön, wenn man vor deren Augen jemanden ermordet. Dann rennen die auch weg. Ein toter Wachmann. Warum würde jemand so etwas tun? Von wo? Da vorne ist das Büro. Sehr schön. Alter, ihr habt arges Aufsehen erregt. Ich tat, wie mir befohlen wurde. Siebrand ist nicht mehr. Genau, das ist es. Ihr solltet nach Masyaf reiten und Al-Mualim Bericht erstatten. Ja, ich sollte zurückkehren und mit ihm sprechen. Darüber und über andere Dinge. Seid ihr wohlauf, mein Freund. Ihr scheint reserviert. Es ist nichts, Rafik. Mir geht nur viel durch den Kopf. Sprecht mit mir. Ich höre euch zu. Zuerst muss ich mit mir selbst im Reinen sein. Aber habt Dank für das Angebot. Es sind die Seelen derer, die ihr getötet habt. Ihr fühlt etwas für sie. Wie? Ah, mein Freund. Niemand verlangt, dass diese Gräuel euch erfreuen. Zweifel, Bedauern, Sympathie. Das war zu erwarten. Sollte ich diese Gefühle nicht fürchten? Ihr solltet sie annehmen. Sie sind es, die euch menschlich machen. Was, wenn ich Unrecht handelte? Wenn diese Männer nicht den Tod verdienten? Wenn sie reinen Herzens waren, fehlgeleitet vielleicht, aber reinen Gewissens? Ich bin nur Rafik, Altair. Das übersteigt meine Weisheit. Vielleicht kann Al-Mualim euch Antworten geben. Ja, vielleicht. Danke, Rafik. Es ist mir eine Ehre, jemandem mit eurem Geschick zu dienen. Spule vor zu aktuelleren Gedächtnisabschnitten. Wäre nicht das erste Mal, dass das Spiel sich aufhängt und dann unlösbar wird. Ziel eliminiert. Zurück zu Al-Mualim. Nicht viel Zeit, Willig. Es gibt ein enges Zeitfenster. Wo immer es steckt. Zeit, es zurückzuholen. Arbeit. Und wenn Sie fertig sind? Wir erledigen ihn. Ich möchte diesen Bericht morgen früh haben. Ich habe ein bisschen Arbeit zu erledigen. So haben Sie den Rest der Nacht für sich. Na, Lucy? Wer ist mit uns zwei? Da drüben steht ein Bett. Aber daneben nicht. Arrogante Kuh. Ah, doch. Ich glaube, es gibt ein Problem mit dem Animus. Nein, er funktioniert gut. Ich bin sicher, dass er mich rauswarf, als... Halten Sie besser den Mund. Erzählen Sie mir jetzt endlich, was hier vorgeht. Wir müssen Sie aufhalten, Desmond. Wenn Sie den letzten Gedächtnisabschnitt öffnen. Sie haben gerade erst angefangen. Sie wollen alles ändern. Wie wir leben, wie wir denken, wie wir sind. Sie haben wittig gehört, was falsch ist in der Welt. Dass wir Ordnung und Disziplin brauchen. Und dass sie uns das geben werden. Nur, dass wir dabei nicht mitzureden haben. Wie? Der Schatz der Templer. Sie glauben, er...
Anna? Ja? Sie müssen Desmonds Dateien in die Datenbank laden. Gut. Na? Also was? Benutzen Sie mich, um den Templerschatz zu finden? Wie nannten die ihn? Den Edensplitter? Ja. Nun, es sieht so aus, als wäre er in Masyaf. Warum verschwenden die hier ihre Zeit mit mir? Warum schicken die nicht einfach ihre Leute? Das geht nicht. Es ist nicht so einfach. Das Artefakt von Masyaf. Sie hatten es. Es wurde bei dem Unfall zerstört. Was hoffen die dann, was mein Ahne ihnen sagen kann? Sie hoffen, dass er ihnen zeigt, wo die anderen sind. Sie meinen, es gibt noch mehr von den Dingern? Oh, Desmond, Sie haben ja keine Ahnung. Gibt es ein Problem, Mr.? Nein, Warren. Alles Denver hier bei mir. Wo sind dann die Dateien? Meine Fresse, er kann sich aber auch anstellen. Ich muss diese Dateien verschieben, bevor ihr Verdacht schöpft. Wir sprechen später wieder. Na gut. Dann gehe ich halt schlafen. Ich kann mich halt auch nicht schnell bewegen hier, ne? So, dann gehen wir schlafen. Der nächste Mord. Die Zeit drängt, Mr. Miles. Ja, ich komme. Wir sind fast fertig, wissen Sie. Und dann was? Sie werden sehen. Vielleicht lässt man Sie zusehen, wenn es beginnt. Es ist nicht so schrecklich, wie Sie glauben. Naja, ich weiß, dass Sie mich nicht gehen lassen. Warum sagen Sie mir nicht, was hier vorgeht? Belustigen Sie mich. Ich bin kein Idiot, Mr. Miles. Ich glaube, Sie wissen bereits eine ganze Menge. Ich weiß nicht, wovon Sie reden. Natürlich nicht. Okay, dann frage ich Sie etwas anderes. Ja? Ein paar Dinge, die ich im Animus gesehen habe, scheinen falsch zu sein. Unwahr, als ob die Geschichte falsch liegen würde. Irgendwie passt es nicht. Was passt nicht, Mr. Miles? Es passt nicht zu dem, was Sie im Online-Lexikon gelesen haben? Was Ihr Oberstufenlehrer Ihnen beigebracht hat? Lassen Sie mich eine Frage stellen. Haben diese vermeintlichen Experten Zugang zu geheimem Wissen, das anderen verborgen bleibt? Es gibt Bücher, Briefe, Dokumente, alle möglichen Quellen aus der Zeit. Einige scheinen dem zu widersprechen, was der Animus mir zeigt. Jeder kann ein Buch schreiben. Und jeder kann es mit allem Möglichen füllen. Alles Mögliche. Früher glaubten wir, die Erde sei eine Scheibe. Manche glauben es immer noch. Ja, und sie veröffentlichen Bücher darüber. Oder darüber, dass die Mondlandung ein Betrug war. Ich glaube, es gibt auch ein Buch, das behauptet, die Erde wurde an 7 Tagen erschaffen. Auch ein Bestseller. Worauf wollen Sie hinaus, Doc? Ich glaube, der Punkt ist, dass Sie nicht alles glauben sollten, was Sie hören oder lesen. Wie sagte Ihr Vorfahr noch gleich? Nichts ist wahr. Und alles ist erlaubt. Ja, genau. Das ist mit ein Grund, warum der Animus so spektakulär ist. Er lässt keinen Raum für Fehlinterpretationen. Dafür ist immer Raum. Touché, Mr. Miles. Nun, da ich Ihre Frage beantwortet habe, können wir anfangen? Gut, dann schmeiße ich mich jetzt nochmal... warte mal. Ah, nee, das Inhalt der nächsten Folge. Ah. Und wir sind sowieso schon zeitlich drüber. Gut, dann bedanke ich mich an der Stelle bei euch für eure Aufmerksamkeit und wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bis dann und ciao, ciao.